zusammen. Wer kennt das nicht? In der Ladefläche, der ganze Staub, Dreck und im Winter kommt noch irgendwo erst Wasser rein und Schnee und Eis. Dem haben wir ein Produkt entgegenzusetzen heute. Möchte ich euch das vorstellen. Das ist der Drybed Dichtungssatz, den wir entwickelt haben für alle Pickups. Universell einzusetzen. Ich benötige lediglich dazu noch eine Schere, um genau abzulängen. Wir haben extra die Sachen ein bisschen länger lassen, falls irgendwelche Umbauten oder sonstige Sachen im Bett verbaut habt. Im Prinzip besteht der Satz aus einer Grunddichtung, die geklebt wird, und den Seitendichtungen, die hier eine Metalldichtung drin haben, damit man das gut klemmen kann. Im Satz enthalten sind auch Tücher, die man verwenden kann, um diese Flächen fettfrei zu machen, damit auch das Klebeband vernünftig klebt. Man kann aber auch einen handelsüblichen Bremsenreiniger verwenden oder einfach ein Tuch dazu. Wichtig ist, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist, damit das Klebeband sich auch dort gut festhalten kann. Funktionieren tut das Klebeband auch auf Herkuliner oder sonstigen Beschichtungen. Nun werde ich euch zeigen, wie man die Sachen verarbeitet. Mit den Tüchern kennt jeder Alkoholtücher. Schön sauber machen. Oder meine bevorzugte Arbeitsweise. Man sieht es hier einfach abziehen und schön gleichmäßig aufkleben. Die Klebedichtung haben wir nun angebracht, die hält. Dann geht es an die Seitendichtungen, das sind Klemmdichtungen. Hier beim Amarok sehen wir ein schönes gerades Blech, das hat aber nicht jeder Pickup. Manche haben Ausbuchtungen, ist aber gar kein Problem, wenn wir hier zwar eine Verstärkung aus Metall drin haben, aber alle paar Millimeter eine Aufteilung, so dass es ganz flexibel geht, diese Dichtung zu verwenden. Auch die Keilung, das Abschneiden macht es sehr einfach. Der Amarok verfügt über ein relativ dickes Blech, das ist hier doppelt. Dazu nehme ich dann einen kleinen Hammer. Fertig. Man sieht hier, das Metall ist hier jedes alle paar Millimeter geteilt. Da geht es sehr einfach, einen schönen Schnitt zu machen. Wieder die Dichtung auflegen, anpassen und fertig. Hier sieht man, wie die Dichtungen perfekt schließen. Auch hier sieht man, wie perfekt die Dichtung abschließt.